Unfrieden liegt mir einfach. Was? Ich sehe tote Menschen. Oh nein, upsi. Dum, 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 dum. Send you a letter someday. Send you a letter someday. Hallo YouTube. Ja, ihr habt richtig geschaut. Die Folge wird sehr wahrscheinlich kürzer sein, weil ich es nicht mehr sonst schaffe, überhaupt heute eine Folge rauszubringen. Weil jetzt gerade haben wir Samstag, morgen früh. Habe ich das laut in meinem Ohr. Morgen früh nehme ich etwas mit dem Game Two Beats auf und ich muss gucken, wann ich das, was ich jetzt hier gerade tue, auch noch schneiden kann. Und deswegen gibt es wahrscheinlich nur ein Level. Mal gucken, vielleicht dauert der Level ja auch eine Stunde. Hallo, kann ich mit dir was tun? Oh! Jo, Krähe, komm mal kurz rüber. Ich habe satt Beeren und Obst zu essen. Satt! Ich möchte etwas Feineres probieren. Etwas Exquisites. Sowas wie Sushi. Befriedige mein Verlangen und ich werde dich mit einem schicken Geweih belohnen. Aber warte mal, Sushi, du möchtest rohen Fisch, ja? Oh nein, den habe ich doch in der letzten Folge erst gerettet, oder? Komm her. Komm her. Hier, guck mal. Ist das Sushi? Danke. Ich habe auch meine Hasenohren. Ich bin zufrieden. So, also auf jeden Fall. Achso, hier wollten wir ja auch wieder starten, glaube ich, ne? ZE. Wo meldet sich denn die Alexa im Hintergrund? Meistens hört sie überhaupt nicht und dann, wenn man sie nicht meint, regelt sie bei jedem Mist. Ah, Knochen, noch eine Spukvilla. Ich habe ein Paket für den Mann, der hier wohnt. Herr Edgar, habe ich das beim letzten Mal nicht schon gelesen? Aber in dieser Villa spuken Geister. Glaubst du, ich setze da einen Fuß hinein? Nein, ich habe meine Lektion beim letzten Mal gelernt. Keine Spukvillen mehr. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich scheuche den Kerl aus dem Haus, damit ich ihm sein Paket geben kann. Ich brauche nur seine Unterschrift. Dann kann ich mit meiner Lieferto weitermachen. Ja, so sieht der Elbe uns auch aus. Erschrecke Edgar im Schlafzimmer, im Esszimmer, im dunklen Korridor, in der Bibliothek, in der Küche. Och, die Peri ist auch schon wieder da. Aber das machen wir noch nicht, oder? Wie ging die Karte? Da ist die Karte. Wir suchen jetzt erstmal Edgar. Wir machen diesen Level auf jeden Fall. Mal gucken, wie lange das Ganze dann dauert. Wo sind wir denn? Im Schlafzimmer, Esszimmer, dunklen Bibliothek, in der Küche. Wie sieht denn Edgar aus? Ja, sind da Mäuschen? Wie kann ich das nochmal essen? Ich würde das gerne essen. Ja, nee, dann nicht. Aber was macht ihr da? Hallo. Das Edgar? Das ist eine Spinne. Oh, ich kann drüber wegfliegen. Das ist ja toll. Kann ich da reinfliegen? Hallo. Das bist aber nicht Edgar, oder? Ich habe das bestimmt zweimal gelesen, aber ich habe das hab nicht zugehört. Hallo. Ah. Okay. Wo ist Edgar? Was ist hier los? Was ist hier los? Ich blind? Ist ein Hexenkessel. Bist du Edgar? Hallo. Ja, dann.
treffe ich ihn nicht oder ist das einfach nicht richtig? Hallo? Kacken, Fliegen, Sturz und Greifen? Okay. Wo ist er hingelaufen? Was? 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 Wieso habe ich jetzt eine Klopapierrolle im Schnabel? Wo kommt das her? Wann ist das passiert? Ah. Bam. Nein? Wie erschrecke ich dich denn hier? Jemand? Wie erschrecke ich dich hier? Nein? Dem Mäuschen? Ihr habt doch bestimmt Hunger, ne? Guck doch mal. Guck mal hier. Ja. Oh. Okay. Ich schätze gern geschehen. Hallo. Oh, ich hänge im Brötchenkorb fest. Ah. Bei euch eigentlich auch so kalt geworden. Und nächste Woche wird wieder ein bisschen wärmer, ne? Aber hier ist die Spinne. Ja, aber der Größe würde mich auch erschrecken. Mir ist voll kalt. Ich habe 19 Grad jetzt hier oben. Ja, es ist nicht kalt, aber mir ist frisch. Ich sag dann mal, der Winter naht. Hier kann er aber von alleine wegrennen, weil es ist schon gruselig. Kann ich? Warte. Echt jetzt? Echt jetzt? Wieso? Unfrieden liegt mir einfach. Unfrieden stiften. In der Küche. Ich komme, Edgar. Hallo? Hier rein. Oh, ich glaube, das ist nicht so gut. Ne? Reicht das nicht? Dum, 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 dum. Hoch. Kann ich den einmal fallen lassen? Hey, es hat funktioniert. Finde ein gruseliges Kostüm, um Edgar zu erschrecken. Erstmal gucken, wo er hinlatscht. Bleibst du hier stehen? Finde ich das denn? Ist er die ganze Zeit oben in der Karte eingezeichnet und ich bin einfach nur zu blöd? Okay, sagen wir mal nein. Das ist natürlich jetzt spontan passiert. Wo könnte denn das Kostüm sein? Hier hängt ein Fisch. Warum gibt es hier so große Geräusche? Finde ich das Kostüm hier drin? Gruseliges Kostüm. In einem Schlafzimmer, oder? Warte mal. Das hier nein, ne? Ich sehe hier nichts. Das wird bestimmt was offensichtlicher sein, ne? Ich kann keine Dinge aufmachen. Ja. Oh, ein gruseliges Kostüm. Edgar, ich komme. Der arme Mann. Edgar will hier nicht mehr wohnen.
So, wo warst du denn, lieber Geist? Nee, Peri, du musst bitte warten. Kann ich nochmal zu dem Geister-DRL-Mann? War der hier? War's schon nicht mehr? Hier ist einfach nichts mehr. Der da oben war es nicht, ne? Dann habe ich das wohl einfach geschafft, ne? Okay, Peri. Lass mich raten. Deine Kinder sind weg. Oh, meine Babys. Ja, sind auf Süßes oder Saures Tour. Finde sie für mich, ich bitte dich. Okay. Drei kleine Peers. Drei kleine Peri-Babys gingen mal verloren. Komm, die Krähe. Ich bin gerade unkreativ. Doch ich werde sie wiederfinden. Dafür wurde ich Korn. Weiß ich. Seht das? Nein, okay. Hier, geh mal. Hallo, komm mit. Da. Zwei kleine Babys sind im Wald allein. Was könnt ihr selber weiter dichten? Hallo. Ja. Ich eile. Frau Peri. Na, wo ist denn der dritte? Ich sehe nichts. Hallo, was war das? Wieso kann ich? Ich würde da gerne hinterfliegen. Was soll denn das? Ich hab hier kalte Finger. Das ist Jammer-Sonntag. Habt ihr meinen Community-Post mitbekommen? Zum Thema Jammer-Sonntag. Meine Kiefer tut ein bisschen noch weh. Für die, die es nicht gelesen haben. Ich bin vom Geräusch des kotzenden Katers wach geworden. Ich lag auf der Couch, mit Decke zugedeckt. Und hörte ihn ansetzen und bin davon halt wach geworden. Hab gesehen, er sitzt weit hoch auf dem Kratzbaum und würde auf meine Füße und die Couch kotzen. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, was passiert da läuft. Und dann bin ich halt aufgejumpt und bin weggerutscht. Bitte schön, Peri. Oh, meine Babys. Moment, was habe ich euch über das spontane Verwandeln in Geister gesagt? Nehmt auf der Stelle wieder eure körperliche Form an. Wirrbar, danke. Tschüssi. Ja, hab den Kater packen wollen, bin weggerutscht und habe mir die Ecke von einem massiven Kratzbaum, viereckigen Kratzbaum, schön zwischen Ohr und Kiefergelenk reingerammt. Ja, war geil. War geiler Freitag, der 13. Krähe. Magst du Süßigkeiten? Jeder liebt Süßigkeiten. Aber ich habe meine überall verschüttet. Wärst du bitte so nett und hilfst mir, sie in diesem Eimer einzusammeln? Na sicher. Es muss auf jeden Fall so geknallt haben, dass mein Mitbewohner wach geworden ist. Es war lass mich nicht lügen, 5.30 Uhr oder irgendwie sowas. 6 Uhr. Zu früh für mich. Und das Erste, was er gefragt hat, war, geht's dem Kater gut? Ich, ja. Gerade auf den Kratzbaum geknallt, mein Kopf. So, wie sehen denn die Süßkram-Dinger aus? Das sind aber nicht diese kleinen Sternchen hier, ne? Ist auch nicht keine Kirsche, ne? Kann ich mal essen. Folge der Spur und sammle Süßigkeiten
In den Eimer. Moment, okay, warte. Wo bist du? Hier bist du. Folge der Spur. Wo geht denn die Spur hin? Geht hier rein? Nee, ich glaube nicht. Folge der Spur. Da ist eine Spur. Da ist eine Spur. Ich gehe davon aus, dass diese Dinger gemeint sind. Oh. Ach was, jetzt, ach, jetzt muss ich 30 Dinger zu dem bringen. Oh, der hat sie doch nicht mehr. Wo war denn der? Hier, ne? Kann ich euch hier auch schon Hallo aufnehmen? Ja. Ist schön. Beziehungsweise. Warte mal. Na. Plup. Na, hahaha. Krieg ich irgendwas für extra viel? Hier, guck mal, ich sammle die jetzt alle ein. Ich möchte bitte ein Achievement dafür. Das wäre angemessen. Na, geh. Es waren noch alle, oder? Finde ich nicht nett. Finde ich nicht nett. Oh Mann, vielen Dank, Krähe. Ja, okay. Spooky. Ich nenne dich einfach Spooky. Wow, ich habe Stubenrest und das ist echt ätzend. Mama sagte, ihr Garten sieht furchtbar aus und ich soll ihn aufräumen. Oh, ein Laubpuster. Aber ich will nicht. Oh, mit dem Laubpuster, das macht doch Spaß. Ich will Spiele spielen. Das ist doch wie ein Spiel. Kannst du ihn bitte aufräumen, bitte. Es muss nicht aber perfekt aussehen. Schieb einfach bloß alle Blätter unter die Hecken. Okay. Wo fängt das an? Benutzen. Was war benutzen? Q und X natürlich. Eigentlich ein total sinnloses Gerät, ne? Den man einfach nur direkt von A nach B räumen kann. Außer man räumt es dann weg, ja? Das Geräusch eines Laubpusters. Ich weiß ja nicht. Oh, wir haben ein Skelett gefunden. Der wird bestimmt keine Quest für mich haben. Ich glaube, hier ist zu viel, ne? Okay, hier wieder rein. Achso, da noch.
Mama, ich habe den Irrgarten aufgeräumt. Jetzt kann ich die ganze Nacht lang spielen. Danke, Vögelchen. Ja, kein Ding. Wir wären jetzt eigentlich fertig, aber wir machen noch kurz weiter. Ne? Ne? Okay. Das kann ich eigentlich an Unfrieden mit dem Ding jetzt hier noch machen. Ich komme zu spät zur Geisterschule. Niemand hat mein Ritual durchgeführt und ich kann nicht gehen, bis es jemand tut. Nimm den Salzsack und zeichne die Form für das Ritual nach. Bitte. Oh. Oh nein. Oh Gott. Upsi. Achso, hier. Oh, oh. Ich hoffe, da ist genug Salz drin. Ja, ich kann das gut. Sagst du mir Bescheid, wenn das okay ist? Oh Gott. Habe ich mich tatsächlich erschrocken. Danke, Gre. Jetzt kann ich mit all meinen anderen Geisterfreunden zur Geisterschule gehen. Okay. Oh, ich muss noch was noch testen hier. Landen. Nimm das mit. Nein, das geht nicht. Kann ich kein Blümchen pflücken? Oh, da liegt eins. Willst du das bestimmt da oben haben, oder? Nein, ich kann das Blümchen nicht nehmen. Wieso kann ich das Blümchen nicht nehmen? So, was willst du? Sag mal. Ich gehe erst, wenn ich meinen Teddybär Miss Boysenberry gefunden habe. Ich habe keinen Teddybär gesehen. Wir haben in der Villa versteckt gespielt und sie hat sich ein gutes Versteck ausgesucht. Oder habe ich ihn gesehen? Das ist nicht fair. Ich habe ihr gesagt, dass nur einfache Verstecke gelten. Miss Boysenberry, wo bist du? Finde den verschwundenen Teddy. Was? Oh, was ist denn das? Huch. Oh Gott. Ah, guck mal, was ist das denn da? Na. Kreatur. Kann ich hier rein? Yeah. Ach, guck mal. Das ging ja jetzt schnell. Okay. Guck mal. Na, da bist du ja. Oh, wie ich dich vermisst habe. Kleine Krähe, kann ich dir ein kleines Geheimnis verraten? Na sicher. Nur unter uns beiden. Ich sehe tote Menschen. Sie laufen herum wie normale Menschen. Sie sehen sich gegenseitig nicht. Vielleicht bist du auch ein Geist? Ich hoffe nicht. Vielleicht nehmen wir auch in der Matrix. Oh nein, ich möchte keine Diskussion auslösen. Huch, ist hier nichts. Ich habe wieder nur auf die Karte geguckt. Wir machen einmal ein Rennen. Woher weiß ich, wo ich hier muss? Hm?
Achso, guck mal, ich muss bestimmt. Na, komm. Geh. Okay. Moment, den habe ich da jetzt schon geschafft. Fünfundfünfzig Sekunden, okay. Was? Jetzt muss ich doch noch was tun. Um Gottes Willen. Eieieiei. Oh, okay, Gott sei Dank. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh, das war aber. Man darf da, glaube ich, einfach nicht nachdenken. Ich laufe. Lauf jetzt. Ich habe gesehen, wie viele Sekunden ich habe, aber ich glaube, das ist einfacher. Oder? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin ja so wie schneller, ne? Funktioniert. Ja, dann gehen wir jetzt noch den letzten machen. Dann haben wir alles gemacht. Na, 2 Sekunden. Das klingt nach lang. Das ist teilweise mehr Glück als Verstand. Oh, wow, alles ist erledigt. Yeah. Dann können wir jetzt gehen. Dim, 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 dim. Drück ich mir den falschen Knopf. Hallo. Ja, gut, das wäre wahrscheinlich für die Rennen hilfreich gewesen, als sich darum zu pupsen. Klopp. Yay. Edgar Allan Krehe. Meine Güte, ich habe alles. Rennen gut ein, war ich nicht so gut. Hm, okay. Schade. Egal. So, wir gucken nur mal, was das nächste wäre. Ich kam von dem Camp hier, ne? Und bin dann da links gegangen und es wäre hier die Riviera. Es ist ein wunderschöner Morgen. Der Duft von frisch gebackenen Croissants liegt in der Luft. Es wäre eine Schande, wenn eine Krähe ihn ruinieren würde. Das klingt nach viel Chaosstiften. Ja, aber ihr Lieben, ich habe leider nicht mehr Zeit. Aber ich hoffe, ihr könnt damit leben, besser halbe Länge für den Simulator-Sonntag als gar keinen Simulator-Sonntag. Meine Finger frieren ein und ich gehe jetzt Kartoffeln ernten für heute Abend. Ich danke euch fürs Zuschauen und drückt gerne ein Däumchen nach oben. Falls ihr noch nicht habt, lasst gerne auch ein Abo da. Das würde mir sehr, sehr helfen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Thank you.